Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Das Spiel der Turbine-Legenden war, wie erwartet, ein Stelldichein des Who's Who im Potsdamer Frauenfußball der vergangenen 15 Jahre. Und natürlich durfte auch eine Trainerlegende nicht fehlen. Bernd Schröder trainierte Team Blau, das aber zunächst gegen das vom Co-Trainer Dirk Heinrichs betreute Team Rot in Rückstand geriet. Die Teams hatten die Fans ausgelost. Inka Weseli erhöhte mit 2 Treffern auf 3:0, ehe Navina Omilade und Amelie Brendel verkürzen konnten. Kurz vor der Pause aber machte Nadine Kessler das 4:2 für das rote Team. Aber es gab ja noch eine zweite Halbzeit und für deren Auftakt sorgte Lira Alushi, in Potsdam sicherlich immer noch besser bekannt unter ihrem Mädchennamen Bayram Mai. Ja, Lira, wie war es denn, mal wieder das Turbine-Trikot zu tragen? Sehr schön. Kommen da natürlich wieder Erinnerungen hoch. Ich habe dieses Trikot sehr gern getragen. Aber mit Nadine Kessler und Inka Weseli hatte Team Rot an diesem Nachmittag einfach die torgefährlicheren und vielleicht auch torhungrigeren Spielerinnen in ihren Reihen. 6:3 also am Ende für Team Rot. Ein Ergebnis, das aber Nebensache war. Hat Spaß gemacht mal wieder als Trainer. Klar, wir haben, wenn wir eine Weltfußballerin oder zwei Weltfußballerinnen dabei hatten, mit Nadine Kessler, die hat 3 Jahre nicht gespielt. Kommt jetzt, spielt wie früher. War ein gutes Spiel. Ich habe bloß die schlechtere Mannschaft gehabt. Was hat Dirk Heinrichs besser gemacht heute? Ja, der hat bessere Spieler gehabt. Wie viele Trainingseinheiten hattet ihr denn oder gab es gar nicht die Zeit dafür? Nein, wir hatten gar keine Trainingseinheiten. Also wir haben vor Weihnachten, glaube ich, eine Bescheid bekommen, wer Lust hat. Und dann hat man individuell halt trainiert. Ich habe, um ehrlich zu sein, vielleicht 2-mal trainiert. Das hat man auch gesehen.